Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kailab und es ist ein heißer Tag, wie man sehen kann. Wir nähern uns hier gerade so 34, 35 Grad in meinem Studio und ich habe versucht, möglichst viel von meinen Studiolichtern auszumachen. Eins ist noch an hier vorne, ansonsten ist alles aus. Also das heißt, falls die Lichtqualität hier in dem Video nicht so gut sein sollte, hat das seine Gründe. So, jedenfalls, was wir heute machen werden hier im Video, ist etwas, wo ich mir denke, könnte interessant für viele sein. Und zwar die Frage, wie fange ich an zu improvisieren? Ja, improvisieren, das ist ja etwas, was man irgendwo mit Virtuosität oft gleichsetzt und so weiter. Ist aber gar nicht so der Fall. Ja? Also es gibt Virtuosen, die null improvisieren und es gibt Leute, die nur improvisieren, also wie ich zum Beispiel. Und ich bin alles andere als virtuos, wie ihr wisst. Aber der Vorteil beim Improvisieren ist einfach der, dass du andauernd neue Melodien kreierst. Ja, du machst andauernd etwas Neues. Ja. Und dann fragst du dich, hey, wo kommt das eigentlich her? Und die Antwort darauf ist, es kommt hier aus dem Gefühl heraus. Ja, was ich beim Improvisieren mache, ist, ich denke einfach an Ereignisse, die gerade stattfinden, die mich selber bewegen. Also meistens persönliche Dinge, ja, wo irgendwie etwas schiefgelaufen ist im Gespräch mit jemandem oder wo auch etwas sehr Gutes passiert ist. Ja, das ist ja sozusagen die Essenz des Blues, ja, dass du so ein Stück weit diese Emotion, die dich bewegt, in diese Musik packst. So, und beim Improvisieren kannst du das eben sehr direkt machen, vorausgesetzt, du kannst deine Tonleiter. Denn das ist etwas, was du so ein Stück weit aufbauen wirst, ja, diese Verbindung zwischen deiner inneren Emotion und dem, was dann auf den Tasten passiert. Also ich denke mir jetzt zum Beispiel nicht drüber nach, ja okay, ich drücke jetzt die Taste C oder die Taste E oder so etwas und dann werde ich die Blue Note spielen und wie auch immer. Nein, es ist etwas, was mehr oder weniger sich, das ist so ein innerer Konverter, ja, der da läuft, ja, meine Emotionen werden konvertiert in Noten. Ja, und das ist natürlich extrem spannend, ja, wenn du das kannst. Und ja, wie schnell passiert das, weiß ich nicht, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich habe irgendwie das Improvisieren, ja, so vielleicht mit 12 Jahren gelernt. Meine Eltern hatten einen Musiklehrer angestellt. Ja, was heißt angestellt? Also er kam immer vorbei, um mir an der Orgel Fruchtloses zu zeigen, weil ich natürlich einfach zu faul war zu üben. Also es war so, dass der Lehrer mehrfach zu meiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, Frau Lietz, der Kerle macht nichts, ja, und ich ziehe nur das Geld aus der Tasche und vielleicht sollten wir das nicht machen. Und meine Mutter dann immer so, ja, nee, doch, Herr Grau, machen Sie bitte weiter. So, und er hat dann weitergemacht und eines Tages kamen wir dann zu so einem Beatles-Stück, bei dem man improvisieren sollte, oder er hatte sich das so vorgestellt und hat mir dann eine Improvisationstonleiter gezeigt und ich habe dann angefangen, mit dieser Improvisationstonleiter zu spielen zu den Akkorden von diesem Beatles-Song und das klang eigentlich ganz gut, ja, beziehungsweise meine Mutter dachte, der Herr Grau würde mir etwas vorspielen, um, ne, so nach dem Motto, schau mal Junge, so geht das, aber tatsächlich war ich das, also der Herr Grau hat die Begleitung gespielt, aber ich habe die Hauptstimme gespielt und da hat sich dann gezeigt, dass mir das irgendwo liegt, beziehungsweise es ist einfach etwas, was du natürlich auch üben musst, aber es ist etwas, was nicht so langweilig ist, ja, weil du selber mehr oder weniger bestimmst, was da abläuft. Ja. Und ja, seitdem habe ich dann tatsächlich nur noch improvisiert, fast nur noch. Ja, also er hat mir dann im Wesentlichen noch die Grundlagen der Tonleitern und sowas aufgeschrieben. Leider habe ich diese Übersicht verloren, was mir sehr weh tut, irgendwo nachträglich gesehen. Aber
Ich weiß ja im Grunde genommen, wie die Musik funktioniert. Ja, also du kannst es ja überall nachlesen. So, und das ist im Grunde genommen das, was ich dir heute auch zeigen werde. Ich werde dir die einfache Hexatonic, die mehr oder weniger, also die basiert, Hexatonic ist eine Sechstonleiter und sie basiert aber auf der Fünftonleiter, die sehr alt ist im Grunde genommen und fast immer für irgendwie, also du kannst die Fünftonleiter immer spielen, nur kann sie halt auch sehr langweilig klingen. Und mit der Hexatonic kommt dann eben so ein kleines Gewürz hinzu, nämlich die Blue Note, und die Blue Note ändert alles. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, nee, mein NT-USB ist wunderbar aufgehoben bei OBS, mit dem ich hier gerade das Video aufzeichne. So, wir machen das natürlich in C, und die C-Tonleiter, das zeigen wir hier mal, weil wir ja Scalar haben und Scalar kann ja alles. Machen wir das mal ein bisschen größer. So, Scalar kann alles. Und der kann uns dann auch mal zeigen, wie diese Tonleiter aussieht. So, dann gehen wir einfach bei Scales rein, sagen, okay, wir wollen C haben. Und dann gehen wir hier runter, Major Blues Hexatonic. Und die Major Blues Hexatonic Scale, also Dur-Ton Hexatonic. So, und das ist diese hier. Und jetzt sollte er eigentlich. Also, ich muss es noch aktivieren. So. Und jetzt zeigt er hier, okay, das ist C, D, E, G und A. Das sind die Töne von der Pentatonic. Also, im Grunde genommen, erster Ton, zweiter Ton, jeweils ein Ganzton dazwischen, dritter Ton, wieder ein Ganzton dazwischen. Und dann anderthalb Töne nichts. Und dann kommt der nächste, das ist dann G. Und dann wieder ein Ganzton dazwischen, A. So, und dann hast du wieder, ja, wieder anderthalb Töne dazwischen bis zum C, genau. So, und das wäre an sich, wenn du den hier dir wegdenkst, die schwarze Taste, dann wäre das also die Pentatonic. Ganz nett. Ja, also es ist jetzt nichts Dramatisches. So, und mit der Blue Note kommt diese, das ist die, kommt zwischen, bei der, kommt sozusagen zwischen die zweite und dritte Note als Halbton kommt dann die Blue Note. Und man hört sofort, das ist, da kommt ja dieser Jazzton rein. Ja, und wenn du jetzt einfach nur ganz normal hier mit C begleitest. Das ist, da merkst du, da ist pur Rock'n'Roll auch mit drin. Man kannst, oder auch Boogie Woogie, ja, also all diese Sachen basieren im Grunde genommen darauf. Aber das Wichtige ist wirklich, diese Tonleiter dir anzugewöhnen, und ich kann dir jetzt gar nichts über die richtigen Finger dabei sagen, weil ich mich nie damit beschäftigt habe und garantiert auch Fehler machen würde. So, also das heißt, das würde ich an deiner Stelle mal im Internet nachlesen oder nachschauen, wie man die Finger am besten dazu setzt. Also ich spiele halt, jetzt sieht man das nicht, warte mal, kann man das ein bisschen, ist die richtige, so. Musik
Und das Wichtige dabei ist eigentlich, wenn du jetzt hier dir das anschaust, ist, dass du eben nicht das machst, was oft im Internet so gezeigt wird, dass du dir irgendwelche Riffs aneignest, die du dann nachspielst. Das kommt später. Du wirst automatisch ein paar Dinge entwickeln, die mehr oder weniger sich für dich ergeben aus der Musik. Sondern stattdessen solltest du einfach versuchen, ein Gefühl für diese Töne zu bekommen, zusammen mit den Akkorden. Ne? Also wenn ich jetzt hier sowas spiele, das ergibt ja schon ein gewisses Gefühl da drin, ja? Worauf du am Anfang total verzichten solltest, ist Schlagzeug. Ja, also das Schlagzeug drückt dich natürlich in eine gewisse, wie soll man sagen, Situation, dass du dich da an den Rhythmus halten solltest. Dabei unterdrückt das in dem Moment deinen emotionalen Ausdruck. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur ganz ruhig spiele. Also ich habe jetzt hier, wie man das so schön im Englischen sagt, Embellishments hinzugefügt, aber es sind halt immer nach wie vor diese Akkorde C, F und G. Man kann natürlich weitere Akkorde, die da hinpassen, wofür haben wir Scalar, ja, da einbauen und dann klingt das meistens noch sehr viel jazziger, aber es erfordert auch mehr Mut, es zu spielen, weil es manchmal einfach dissonant klingt und du musst dann quasi diesen Mut haben, das zu spielen und die Auflösung lernen. Ja, also das ist, wenn du das spielst, merkst du, oh, das klingt jetzt nicht so gut, ja, und dann spielst du weiter und merkst, oh, wenn ich das mache, dann löst das auf. So, und dein Unterbewusstsein lernt das eben auch. Und so wird also quasi das, was du emotional transportieren willst, wird vielfältiger. Ja, also am Anfang ist es natürlich schwierig, diese komplexen Emotionen, die du selber empfindest, in Musik umzuwandeln, das kommt eben mit der Zeit. So, aber es ist einfach eine Sache, arbeite erstmal ohne so etwas wie ein Schlagzeug, ohne wie ein Taktgeber, sondern spiel einfach ganz frei. Lass dich einfach so ein Stück weit mit dem treiben, was die Improvisation hier leistet. So, jetzt ist natürlich das so, die so eine Dur-Geschichte ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich zum Beispiel, und sagen wir mal so, wenn du dir Musik anhörst, sind oft sehr viele Moll-Akkorde damit drin. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in Hip-Hop, Trap oder House gehst. Ja. Und das hat seinen Grund, weil eben natürlich das noch jazziger, bluesiger klingt. So, jetzt ist die Frage, wie verwende ich denn das, ja? So, und da ist das so, dass es gibt ja diesen sogenannten Circle of Fifths, also diesen Quint Circle oder so ähnlich, ja. Und den gibt es ja hier in Scalar auch. Moment, wo ist der? Hier, genau. Sondern siehst du, dass es offensichtlich hier eine Verwandtschaft zwischen C und A-Moll gibt.
So, das heißt, du kannst also auch A-Moll-Akkorde, also die Tonart A-Moll spielen mit der C-Tonleiter von der Hexatonic. Ja. Also das machen wir jetzt mal. Das ist jetzt A-Moll. Ich spiele hier etwas ganz Einfaches, ja, wenn du dir das auf der Tastatur anschaust. Warte mal, hier. Das ist zu dumpf. A-Moll. Ich brauche das Mikrofon ein bisschen näher ran. So. A-Moll. So, und das ist jetzt natürlich nicht mehr A-Moll, sondern das ist. Ja, was ist denn das? Das ist. D-Dur. Und das ist jetzt E-Moll wieder. Ja, A-Moll, E, D-Dur und E-Moll. Ja, und dann und ich gehe halt immer nur von diesem Basston A aus und bleib da drauf. Ne? Das ist das gleiche wie die C-Dur-Tonleiter, aber eben mit A-Moll-Tonart gespielt in den Akkorden. Und das klingt einfach so. Also so sanft, so, das ist wie, als wenn man sich in so ein Bett aus Samt legt, so ungefähr. Ja, das ist so, es hat was, ja. Und das, damit kannst du wunderbar improvisieren. Ja. Du kannst einfach nur die Akkorde spielen und dann anfangen mit dieser Tonleiter. Das ist jetzt C, ja, einfach nur der Ton C. Jetzt der Grundton der Tonleiter, also der Tonart A. So, und dann ist oft die Frage, ja, wie mache ich denn das mit der Rhythmik? Ne? Also du hörst ja, also wenn du anfängst, wirst du wahrscheinlich so spielen. So, und dieses zwischen den Schlägen sein, ne? So, dieses zwischen den Schlägen liegen und in den Zwischentönen spielen, das ist etwas, was mit der Zeit automatisch kommt. Das ist nichts, was du forcieren solltest, ja, sondern lass dich einfach ein Stück weit
selbst mittreiben. Deshalb ist es aber auch gerade gut, wenn du erstmal ohne Rhythmusmaschine spielst, weil die Rhythmusmaschine macht es manchmal schwer, diese Zwischentöne zu spielen, weil man dann wirklich auch das Timing gut beherrschen muss. Ich mache jetzt aber trotzdem mal was mit Rhythmusmaschine, um zu zeigen, dass es natürlich auch mitgeht. Ne? So, den Scaler brauchen wir jetzt nicht mehr. Also das geht eben ganz genauso, ja, aber es ist schwieriger, deine eigenen Emotionen reinzupacken, schwieriger, deine eigenen Zwischenrhythmen, also diese nicht auf den Schlag genau spielen, da reinzubringen. Deshalb würde ich relativ lange damit warten, mit einer Rhythmusmaschine zu arbeiten, sondern einfach erst einmal deine eigenen persönlichen Möglichkeiten dazu entdecken, einfach nur ganz pur mit deiner Tastatur und gut, du kannst die Begleitung natürlich durch jetzt dein MIDI-Programm spielen lassen. Das nimmt dir ein Stück weit, wie soll man sagen, die Notwendigkeit ab, auch darauf noch zu achten. Persönlich würde ich aber davon abraten, also ich persönlich habe ja das mit dem Improvisieren an der Orgel gelernt. Ne? Und da hast du ja auch noch das Basspedal und dann eben die Begleitung und dann eben oben die Liedstimme dem oberen Manual. Ne? Also du hast ja oberes Manual, mittleres, also unteres Manual und Basspedal. So, und was für mich dabei ein wichtiger Faktor war, ist den ganzen Körper damit drin zu haben. Ja, also es hat mir sehr geholfen, genau diese unterschiedlichen, diesen Rhythmus oben besser umsetzen zu können für mich, also diese Eigenrhythmen zwischen den Noten spielen und so weiter, weil ich eben mit dem Rest des Körpers den Rhythmus mehr oder weniger gehalten habe. Ja. So, das ist vielleicht ein Tipp, aber ich weiß es nicht, ob es sich für dich so umsetzen lässt. Und was für mich gut war, muss ja nicht unbedingt für dich gut sein. Ja, das Wichtige ist einfach, dass du nicht
also erstmal wirklich davon absiehst, hier irgendwelche komplizierten Riffs von anderen Leuten dir abzuschauen und zu lernen, weil lern erst, also bring das erstmal in dich selbst hinein, so eine einfache Improvisationstonleiter und damit zu spielen und deine eigenen Riffs dabei zu entwickeln. Ja, es ist, ja, die sind toll, was andere Leute da machen, aber es sind anderer Leute Riffs. Es ist nicht deins. Ja, und wenn du improvisierst, wenn du wirklich improvisierst, das ist deins. Das ist deine Musik. Ja, also meine Frau sagt immer, wenn sie bestimmte Sachen hört, die ich gespielt habe, sagt sie, das ist der typische Kai. Und hat sie vollkommen recht. Ja, meine Improvisationen sind typisch für mich. Ja, also andere spielen anders, andere improvisieren auch anders. Und das ist das Spannende, ja, dass man auf völlig unterschiedliche Art und Weise improvisieren kann. Eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, Kai, du musst das lernen, wie die anderen zu improvisieren da im Internet. Offensichtlich bist du falsch. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, jeder kann so improvisieren, wie er das braucht, wie er das möchte. Und das ist völlig in Ordnung. So, das ist das, was ich euch heute mit meinem Video mitgeben wollte. Ich hoffe, dass es diesmal geklappt hat. Ich habe in den vergangenen Musiksessions oft so eine Feedback-Schleife mit drin gehabt, was dann zum Beispiel dazu geführt hat, dass ein Schlagzeug nicht Bums da da Bums gemacht hat, sondern Bums Bums da 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 Bums da da, ja, weil halt immer irgendwie so ein Feedback drin war, der nachträglich noch einen zweiten Schlag hinter den ersten gesetzt hat und das klang nicht gut. Ja, und ich habe das erst gar nicht wahrgenommen, dass das da hinzugefügt wird und erst ja, heute habe ich es gesehen und gehört und dachte, Mensch, wo kommt denn das her? Also ich habe vorher nicht mit Kopfhörern gehört. Das war, glaube ich, das Problem, wenn ich mir meine Videos angesehen habe. Und ja, es ist einfach so, dass dann von der Software hier sowas eingebaut ist und meine Mikrofonsoftware aber gleichzeitig dann auch noch das wieder aufschnappt. Ja, also das eine ist eine Mithörspur, eine Mithörmöglichkeit und das andere ist dann, dass diese Mikrofonsoftware das wieder umgesetzt hat und dann quasi in die Schleife reingepackt hat. Grausig, unschön, aber ich habe das Problem identifiziert und ich habe es ausgeschaltet und deshalb wird es hier hoffentlich heute im Video auch gut gewesen sein. So, ich weiß nicht, ob ich heute Nachmittag tatsächlich bei 37 Grad im Schatten und bei mir im Studio wahrscheinlich weit über 40, dann noch einen Livestream machen werde. Aber das hier werde ich jetzt auf jeden Fall gleich schneiden und hochladen, sodass ihr zumindest, was für euch selbst habt, nämlich die Möglichkeit, Improvisieren für euch zu entdecken. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, weil es ist etwas, was ihr für euch ganz persönlich habt. Ja, das kann euch keiner mehr nehmen, wenn ihr es einmal habt. Und diese Tonleiter ist so einfach, also wirklich. Ja. Brecht euch da nichts ab. Und vor allen Dingen eine Sache, vielleicht wollte ich noch sagen. Ja, ihr könnt Scaler dazu bringen, dass er für euch, egal was ihr spielt, das Ganze in die Blues-Tonleiter oder auch eine beliebige Tonleiter umsetzt. Könnt ihr machen. Punkt ist, damit geht diese Verbindung verloren, die euer Unterbewusstsein aufbaut zwischen euren Emotionen. Ja, also das heißt, technisch wird zwar die richtige Taste gespielt, aber euer Körper weiß ja nicht, wie das zustande gekommen ist. Ja, und dass dann jetzt plötzlich ein Ton kommt, den ihr gar nicht gespielt habt, da entsteht sozusagen eine Dissonanz im Lernen und das werdet ihr eventuell nie wieder rauskriegen. Also macht das nicht, ja, sondern nehmt die richtige Tonleiter, lernt die richtige Tonleiter und ihr habt so viel mehr davon. In dem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß mit anderen Videos von mir und Livestreams. Also dann, tschüss.